So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir befinden uns immer noch im großen Samyang Ramen Korean Fire Noodle Test. Das wird immer komplizierter, ich sag's euch. Adi ist auch am Start. Draußen ist Hibu leuchtet aufgebaut, aber das stört uns jetzt mal weniger. Ich hoffe, ihr hört den Wolfgang Petri nicht im Hintergrund, der da gerade singt. Wir machen unsere dicke, fette Nudelbox hier auf, zeigen euch mal kurz die Sorten, die hier drin sind bzw. drin waren. Wir haben nämlich schon einige getestet. Wir haben schon Cheese getestet, wir haben schon Curry getestet, wir haben Carbonara getestet, wir haben Light getestet und Tomato Pasta haben wir auch getestet. Ich möchte heute weitermachen mit welcher Farbe nehmen wir denn? Wir nehmen, wenn wir bei Grün waren, gehen wir heute mal zu einem anderen Grün, und zwar zu dem hier. Das ist Bulldog Kimchi. Was Bulldog Kimchi ist, weiß ich auch nicht. Aber werden wir gleich erfahren. Dazu hauen wir das mal hier alles wieder rein. Mann, Mann, Mann. So, ihr wisst, die härtesten sind immer noch die Too Spicy von Samyang Bulldog. Jetzt haben wir einige getestet. Cheese fand ich immer noch am besten. Die Light haben mir auch richtig gut geschmeckt. Das ist also Bulldog Kimchi. Wieder mit diesem Küken drauf oder was das sein soll. Was genau Kimchi sein soll, weiß ich nicht. Hier hat er irgendwie so eine, sieht aus wie so ein Sellerie oder irgendwas. Leider steht da nichts Deutsches drauf. Wir können uns aber mal die Tütchen angucken, die er innen drin hat. Wie die ausschauen. Haben wir einmal hier ein grünes Tütchen, da steht Flakes drauf. Und wir haben wieder ein Soßentütchen, ja. Ramen au Kimchi as a word de poulet chaud. Schaut, keine Ahnung. Das klingt ja schon fast französisch. Adi, Schatz, Adi. Beutel ins Gesicht. Ohne Soßenbeutel sieht trotzdem wieder ganz anders aus wie ein normaler Soßenbeutel. Die haben also hier unten schön so eine grüne Note, so einen grünen Streifen. Ansonsten die Packung auch ziemlich rot gehalten und das Kimchi halt eben auch hier in grün. Was war das andere? Das Stew-Type. Stew-Type ist auch komplett rot, aber es steht klein Stew-Type oben drauf. Und vor allem die Too Spicy sind ja auch rot, also viele rote Farben immer da dabei. Das aber jetzt Kimchi. Die machen wir jetzt mal warm, gucken dann mal, wie das schmeckt. Und was das sein soll und vor allem wie scharf das ist. Vielleicht neue Lieblingssorte. So, die Nudeln sind also fertig. Beziehungsweise, was heißt fertig? Eigentlich sehen die so aus, als hätte ich sie gerade erst frisch aus der Packung rausgetan. Ist noch hier alles zusammenhängend. Trotzdem ist das ein bisschen weich. Wenn ich das jetzt hier rummache, müsste das trotzdem irgendeine Nudelpampe ergeben. Wir nehmen uns jetzt mal das Tütchen hier zuerst. Bulldog Kimchi. Was ist Bulldog Kimchi? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oder wenn ihr das Tütchen mit einem Hieb richtig aufkriegt, nicht so wie ich, schreibt es auch mal rein. Alter, was ist das denn? Das sieht ja richtig brutal aus. Und vor allem ist das rot. Das sieht erst aus wie Röstzwiebeln. Dann wirkt es irgendwie wie kleine Krabben oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen. Deswegen packen wir das jetzt einfach mal hier drauf. Ungefähr so. Und dann können wir gleich nochmal gucken, wie das aussieht, wenn es hier drauf liegt. Ja? Wenn ihr das seht, seht ihr das? Ich kann damit leider nicht ranzoomen. Beziehungsweise je näher ich hingehe, desto unscharfer wird es. Aber damit es richtig scharf wird, haben wir natürlich noch den Beutel Soße. Jetzt habe ich vergessen, eine Schere mitzunehmen. Ich muss mich also darauf verlassen, dass ich das mit der Hand jetzt gut aufkriege. Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wo wir es hinlegen. Und die Soße riecht auf jeden Fall komplett anders. Das riecht jetzt wirklich wie diese billig 5-Minuten-Terrin-Soßen-Nudel-Dinger-Sachen. So richtig so anders halt. Egal. Ist heute nicht mein Tag. Haben wir schon gesehen. Packen wir mal hier drauf. Guckt euch das an. Das ist wieder so ein richtig dicker Pflaumenmus, der da rauskommt. Kommt mir aber vor, als wäre das irgendwie weniger Soße als sonst. Sonst ist da so viel drauf. Und jetzt ist das einfach nur ein Tütchen Pflaumenmus. Irgendwie, vielleicht sind das Shrimps. Ich weiß es nicht. Sind das Shrimps? Bulldog Kimchi? Sind das kleine Shrimps, die da drauf sind? So kleine getrocknete
verkrüppelte. Deswegen riecht es auch etwas fischig. Ja, ich kann den Geruch leider nicht direkt beschreiben. Es riecht auf jeden Fall seltsam. Jetzt habe ich hier noch ein Katzenhaar drauf. Jetzt versuche ich das mal irgendwie rumzumachen. Da habe ich mir auf jeden Fall selbst ein Tor geschossen. Ein Eigentor, ein Ei gelegt, beide. Machen das jetzt mal hier rum. Irgendein betörender Duft kommt von diesem Teller in mein Gesicht. Eigentlich riecht es gerade ein bisschen nach Sesam. Aber Sesam ist ja sonst bei dem anderen Zeugs immer mit drauf. Das kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht hätte ich die Nudeln doch noch ein bisschen lassen sollen, aber ich habe heute keine Zeit. Das muss heute schnell gehen. Zwischen Tür und Angel ganz kurz hier so einen Teller reingehauen. Hauptsache dickfett Nudeln. Hauptsache da klebt Soße dran. Hauptsache nicht zu heiß, dass nicht die ganze Fräse wieder wegbrennt. Aber der Teller sieht doch wieder richtig schmackhaft aus. Buldak Kimchi. Was auch immer das ist, werden wir jetzt gleich erfahren. Wir gehen mal in die Mitte. Wir gabeln uns da mal ein bisschen was auf. Und weil das nichts wird, lassen wir es wieder fallen. Beißen jetzt mal rein hier. Oh mein Gott, was ist das für ein Geschmack? Jetzt weiß man nicht, huste ich, weil es scharf ist, oder huste ich einfach, weil ich Husten habe. Das hat so eine richtig essig-scharfe, säuerliche Note irgendwie. Ich glaube, das ist bis jetzt wirklich nicht nur ein betörender Geruch, sondern auch der betörendste Geschmack, der mir je untergekommen ist. Okay. Da kann man das nicht erkennen, wenn man hier drauf guckt. Ihr habt bestimmt schon längst wieder gegoogelt und könnt mir sagen, was Kimchi ist. Ich glaube, das ist bis jetzt der letzte Platz. Mit dem Geschmack kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Trotzdem habt ihr zu diesem komischen Essiggeschmack auch noch etwas Scharfes dabei. Aber irgendwie sind das zwei Extreme, die ich nicht richtig deuten kann, die ich als unangenehm empfinde. Scharf okay, aber nicht in so einer Kombination. Ja, lieber die Too Spicy, wenn du schon leidest. Ist für mich bis jetzt also der letzte Platz. Buldak Kimchi. Würde ich auch nicht unbedingt nochmal kaufen. Wenn ihr die kennt, schreibt mal runter, wie ihr die findet. Und wenn ihr die nicht kennt, dann kauft die mal, um zu gucken, wie die euch schmecken. Wenn die mir natürlich jemand kauft und bestellt, dann esse ich sie trotzdem. Weil ist halt Buldak, Samyang, also muss man natürlich mitnehmen. Ich glaube, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich werde Pupsi gleich mal eine Gabel andrehen. Mal gucken, was die dazu sagt. Ansonsten aber finde ich die sogar ein bisschen mild. Ich finde die sind nicht so scharf wie die anderen ganzen Sorten. Ich finde sogar Cheese ist schärfer als das. Aber das hat irgendwie so ein Essig, so eine Essigschärfe. Das brennt anders irgendwie. Das brennt so geschmacklich schon. Nicht von der Schärfe. Egal, letzte Gabel. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.